Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für einen modernisierten Kopfbahnhof. Die letzte Woche brachte zwei Neuigkeiten. Die erste ist, dass beim Filterdialog am Freitag letzter Woche die sogenannte Antragstrasse der Bahn für den Filterbereich abgelehnt wurde. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht, aber das ist nicht jetzt mein Thema. Die zweite Neuigkeit ist, bei der Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderats am Dienstag letzter Woche wurde von Bahn und Bürgermeister Hahn mitgeteilt, dass wegen der Erhöhung der Grundwassermenge von 3,2 auf 6,8 Milliarden Liter, die für das Grundwassermanagement vor dem Bahnhofstunnel abgepumpt und hinter dem Tunnel wieder infiltriert werden soll und wegen einer dazu erforderlichen zweiten Anlage für das Grundwassermanagement ein neues Planfeststellungsverfahren kommen wird. Das ist sicher auch das Ergebnis unserer ständigen Kritik an den Risiken des Grundwassermanagements für die Mineralquellen und für den Hang am Ameisenberg und dort insbesondere für das Kernerviertel, also den Bereich Kernerstraße, Verastraße, Obernstraße, Gerockstraße und anschließend unter dem Fernsehturm hindurch bis zu den Filtern. Das Gutachten, das angeblich belegen soll, dass Bauschäden durch Absenkungen von Gebäuden nicht zu befürchten sind, beide Gutachten sollen bei der öffentlichen Auslegung der Änderungspläne ebenfalls veröffentlicht werden. Die Erstellung dieser Gutachten hatte die Stadt schon mit ihrem Schreiben an das Eisenbahnbundesamt vom 27. Juli 2011 gefordert. Öffentlich sind sie jedoch noch nicht. Folgende Fragen sind bei der anstehenden Prüfung des neuen Planfeststellungsantrags durch das Eisenbahnbundesamt zu klären. Kann es am Ameisenberg zu Hangabrutschungen kommen? Zwei Ursachen kommen in Betracht. Das Austrocknen eines trichterförmigen Bereichs um die Baustelle bis in den Hang durch das Abpumpen des Grundwassers, immerhin jetzt der doppelten Menge, und als weitere Ursache die Wiederinfiltration des Wassers über die Infiltrationsbrunnen in der Urban, in der Vera und in der Kernerstraße. Es kann außerdem zweitens an den Hängen Hohlraumbildungen geben durch die Auslaugung des Sulfatgesteins, diese wiederum verursacht durch den Fluss des abgesaugten wie auch des reinfiltrierten Wassers. Das kann Einbrüche zur Folge haben. Und drittens, das ist ein wichtiger Punkt noch, die Gefahr einer Absenkung des Grundwasserpegels mit entsprechenden Auswirkungen auf die Vegetation im Tal und auf die Mineralquellen. In anderen Worten, wie soll das funktionieren? Funktioniert es wirklich? Der an den Talkenzel angrenzende Hang unter Kernerstraße, Obernstraße, Schützenplatz, Gerockstraße, Sonnenbergstraße und so weiter wird durch die Tunnel zu den Filtern und nach Untertürkheim unterfahren. Die Röhren führen durch das Gesteinsmaterial Gipskeuperanhydrit, das bei Zufuhr von Wasser Gips bildet und sich dabei um 2/3 seines Volumens ausdehnt. So zum Beispiel, wenn man beim Bohren des Tunnels auf eine Wasserader trifft. Solche Adern gibt es. Wir haben im Jahre 2009 bei einer Probebohrung oberhalb der Jugendherberge beim sogenannten Bohrloch 203 so etwas erlebt. Der bei einem solchen Wassereinbruch entstehende Druck kann sich nach oben fortpflanzen und in den Häusern Risse hervorrufen. Solche Quellungen hat es im Wagenburg-Tunnel, also in demselben Berg, schon gegeben. Wir sehen solche Risse in Staufen im Breisgau, dort verursacht durch Geothermiebohrungen. Vor ein paar Wochen auch noch in Zumhof bei Rudersberg. Das alles aufzuklären, hat jetzt die Bahn Gelegenheit. Und alle, die uns versprochen haben und versprechen, das kritisch zu begleiten, müssen dieses Versprechen jetzt halten. Wir werden uns jedenfalls weiterhin intensiv mit diesen Fragen beschäftigen. Ganz besonders interessiert uns bei der Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderats am 26.06. erwähnte der Bahngutachter
man höre und staune, er habe einen ganzen Leitsordner voll mit möglichen Unfallszenarien und Konzepten zu deren Behebung. Diese Ordner müssen jetzt auf den Tisch. Und weitere Fragen. Wer haftet für die Schäden? Die Bahn, die Baufirma, die Stadt, das Land? Auch noch in 50 Jahren? Werden die Betroffenen die Verursachung der eventuellen Schäden beweisen können? Gegenwärtig erhalten die ersten Betroffenen, deren Grundstücke direkt unterfahren werden, Vertragsangebote, die das Einverständnis mit der Eintragung der sogenannten Unterfahrrechte in das Grundbuch zum Gegenstand haben. Grundlage ist die Planfeststellung, die aber jetzt ja wieder geändert werden soll. Siehe oben. Außerdem erhält das Vertragsangebot die Verpflichtung, man höre und staune wiederum, die Geräuschemission, gegen Geräuschemissionen bei Bau und Betrieb keine Einwendungen zu erheben. Ferner das Recht der Vorhabenträger, dass beauftragte Personen ohne Einschränkungen oder Kontrollmöglichkeiten das Grundstück jederzeit betreten können. Ferner eine nur subsidiäre Haftung der Vorhabenträger. Das alles gegen eine meines Erachtens äußerst geringe Entschädigung, die die Wertminderung und die Gefährdung der Substanz sowie die Verminderung der Nutzung während Bau und Betrieb auch nicht im Ansatz berücksichtigt. In dem mir bekannten Fall wurden für 411 Quadratmeter Unterfahrung für 2,5% Eigentumsanteil, also eine Eigentumswohnung in einem Hochhaus, 600 Euro geboten. Ein Nasenwasser. Um den heutigen Stand zu dokumentieren, beginnt die Bahn über die von ihr beauftragte Landsiedlung GmbH, eine Tochter der LBBW, jetzt die sogenannten Beweissicherungsverfahren. Die Probleme werden damit aber nicht gelöst. Nur der heutige, also der Ist-Zustand, wird gesichert. Sofern Sie betroffen sind, kontrollieren Sie diese Arbeiten. Das wird später einmal wichtig. Die betroffenen Eigentümer sollten sich in kleineren Gruppen zusammentun, um zu besprechen, wie sie sich verhalten wollen. Diskutieren Sie die Themen mit Ihren Nachbarn, auch mit denen, die pro Stuttgart 21 sind. Vielleicht überzeugen Sie den einen oder anderen. Es ist ja leider so, viele haben keine Ahnung und wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Für viele aber ist das Eigentum, das sie sich im Laufe ihres Lebens erarbeitet haben, und dessen Ertrag ihre Altersrente. Es gibt noch eine Menge aktuelle Schwachpunkte, mit denen wir uns auseinandersetzen. Der nächste Referent wird darüber berichten. Die Auseinandersetzung nimmt wieder Fahrt auf. Wir müssen uns wieder anstrengen, damit wir, wenn der Staub sich gelegt haben wird, oben bleiben. Ich danke.